Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Ich habe hier mal wieder eine Sondersituation, aber es hagelt ja bei mir vor lauter Sondersituationen. Und zwar habe ich am Sonntag vor 8 Tagen oder vor einer Woche, sagen wir mal, das heißt, wir haben jetzt Dienstag, das heißt also von 9 Tagen habe ich ein starkes Volk in der Tracht versehentlich passiert, meißellos gemacht, habe ich erst später gemerkt. Und habe jetzt am letzten Sonntag, also 7 Tage danach, habe ich das Volk jetzt eingepackt und mit hierher gebracht. Gut. Die haben natürlich jetzt logischerweise in dieser Zeit, das sind 9 Tage jetzt, seit die Königin raus ist, haben die logischerweise Zellen nachgezogen. Die sind an sich schon fast schlupfreif, 9 Tage. In 2 Tagen spätestens, denke ich mal, schlüpfen sie. Wenn, je nachdem, welche Maden sie genommen haben, vielleicht sogar schon morgen. Also ist heute an sich der letzte Tag, hier eine kleine Korrektur vorzunehmen. Ich werde mal schauen, was ich mache. Ich weiß es noch nicht. Ich muss erst mal schauen, wie ich und was ich entscheide. Ich dachte mir, ich nehme euch mit beim Durchsehen der Kiste. Ist vielleicht für den einen oder anderen von euch auch interessant. Man entweißelt ja auch mal sein Volk aus Versehen. Jemand drückt die Königin und okay, dann ist auch wieder Weisel los. Gibt schon Möglichkeiten, was man mit dem Volk da machen kann, klar. Aber mal schauen. So, das ist das Volk. Und da will ich jetzt mal mit euch zusammen durchgehen. Was wir denn so erleben können. Ich bin sehr gespannt. Rest. Lass dich überreden. Ja, reicht. Nee, ich muss noch mal ganz kurz anmachen. Die Bienen brauchen Rauch.
Oh, sorry für die Wartezeit, aber so ist es halt, wenn man ein Uncut-Video macht. Das ist direkt mit dem Handy aufgenommen und deswegen. So, hier dürfte jetzt eigentlich nichts Großartiges sein. Mal schauen, hier oben gibt es eine Brutwabe. Ach, lass mal die Bienen hier, ist besser. Da gibt es eine einzige Brutwabe, die hochgehängt wurde. Ne. Da ist nichts mehr, die haben die voll Essen gemacht. Gut. Anderes auch Essen. Und hier ist auch Essen. Ja klar, Brut läuft aus, Bienen machen es voll Essen. Gut. Da ist nur Essen drauf. Hier ist auch nur Essen drauf. Ja. Also mit Essen meine ich jetzt Honig in dem Fall. Auch nur Essen. Eine Drohnenzelle. Noch eine Drohnenzelle und Essen. Alles nur Essen. Ja. Ja. Voller. Ah! Schau mal, da haben wir eine schöne Zelle. Okay, das ist schon mal gut. Eine Zelle. Voll Essen. So, hier war die Zelle drauf. Da dürfte jetzt nichts mehr sein. Ja, klar. Ja.
Nur Essen. Sieht man es eigentlich noch? Muss ich noch mal schauen. Ah ja, sieht man gut. So. Essen. Essen. Auch Essen. Wie war das eigentlich? Ui. Ui, der ist gut. Das gibt wieder einen Brassica-Honig. Essen. Aber der hat noch, schätze ich mal, grob so um die 19%. Die dürfen den ruhig noch ein bisschen runtertrocknen. Essen, auch hier ist. Oh ne, kommt doch gut. Ich dachte schon. Essen. Ein Spielnäpfchen, aber es darf hier mitten auf der Ware nicht sein. Das ist verboten. Gibt hier schließlich Regeln. Oh, da ist noch eines. Oh, nur, oh. Die haben sich ja ein bisschen ausgedruckt. Das heißt hier eins. Verzweiflung. Da haben wir noch eins. Nee, ganz nicht. Was willst du auf dem Rücken? Da kommt kein Mädchen und macht was mit dir. Komm. Ah, schau dahin. Schauen wir mal. Auch so ein Versuch. Hier haben wir drei schöne Zellen. Wunderbar. Eine kleine. Die nehmen wir raus. So viel Kampf muss nicht sein. Die ist ein bisschen nach unten geneigt. Könnte eine Drohnenzelle sein, aber weiß man nicht. Und eine Varroa drauf. Also war es eine Drohnenzelle. So, und diese Königinzelle nehme ich weg. Hier haben wir drei schöne. Das reicht. Nochmal drei, vier. Jo. Die kleinen nehmen wir weg. Die großen lassen wir drauf. Ja, erstmal noch beiseite stellen.
Material. Raus. Die bleiben drin. Was ist hier los? Raus. Zu den alten Ladies. Und ansonsten leer. Was für schöne Zellen. Aber noch unverdeckelt. Hier. Ah, die ist verdeckelt. Die langgezogene, die werden nichts. Die können wir gleich mal wegmachen. Die sind nichts. Okay. Da ist auch schon liegen, ne? Ja, brauchen wir nicht. Komm, Prinzessin, komm raus. So, bitte. Was mit der hier? Verdeckelt. Dann brauchen wir die auch nicht. Ja, der Nachteil bei einem Uncut-Video ist halt, dass es ein bisschen länger geht. Sonst beim Videoschnitt wird es halt alles rausgeschnitten. Das wird so länger gehen. Da passt das nicht. Essen und eine Drohnenzelle. Hier ist nichts. Da
auf, alles nur essen. Diese Zelle hier unten. Ach nee. Nichts. So. Wollen. Oh ja, das sehe ich mal. Oh, eine schöne Zähne da vorne. Da ist nichts. Da noch eine. Ah. Auch zwei Zellen drauf, das ist gut. Zwei ist immer gut. Eine. Hier ist eine schöne Zelle. Hier mittendrin im Drohnenbau, hier ist auch eine. Wenn es jetzt Schwarmzellen wären, dann wäre es riskant, wenn man da nicht genau nachgesehen hätte. Aber es kann kein Schwarm sein, weil die Zellen wurden gebaut ohne Königin. Der Drohnenbau muss sowieso weg. Komplett. Das hier. Nee, das sind Drohnen. Ja, das geht mal weg hier. So. Yeah.
der Rest der Königinzelle. Warte. Zellen drauf. Schreibt nicht richtig, ich muss da was anderes haben. Das war Essen. Das hier. Und diese hier. So sieht man es besser. Da war eine Zelle, gell? Soviel ich weiß, war da eine Zelle drauf, ja. Auf der Seite, oder? Ja, das war eine Zelle. So, jetzt hat es ein Bienchen leider das Leben gekostet. Das Leben gekostet.
Parzelle. Ah, nächste Wagen. Der Drohnenbau. Na komm. Was machen wir mit dem Drohnenbau? Nee, den lasse ich jetzt mal dran. Aber die Zelle kommt weg, die ist noch zu klein. Da wird nichts. Ist ein bisschen Geduld, ne? Aber die nächste Wabe, da sind jetzt wieder schöne Zellen drauf, habe ich von der Seite schon gesehen. Oder eine zumindest hier, ne, zwei. Die hier. Das sieht gut aus. Da haben wir auch noch eine. Weg. Eins, zwei. Ah, da ist er. Oh, letzte Wabe. Sollte eigentlich nichts mehr drauf sein. Ich habe vergessen, die eine Wabe zu zeichnen. So, wir haben also eine, zwei, drei, da war noch mehr. Da war noch mehr. Da war noch mehr. Normale Videoaufnahmen machen, könnte ich einfach schnell zurückspulen und mal anschauen, was gelaufen ist. Aber so geht es nicht.
Siehst du, wo ist dies doch? Hier. Ja, die habe ich vergessen zu zeichnen. Wusste ich doch. Werden die aber so ein bisschen pissig. Ja, die alten Mädels. Schon wieder ein Mädchen. Was sterben muss, sinnlos. Jetzt ist natürlich Zappendurst. Eine, zwei, drei, vier. Vier haben wir hier. Da ist keine auch mehr drin. Ich müsste halt nochmal kurz einen Augenblick warten. Ich habe jetzt keine Geduld mehr. Ist aber auch klar, ist ja logisch. Das hat 1, 2, 3, 4 Waben mit Königinmaterial. Da komme ich jetzt gleich dazu, was man machen kann. Zwei, das war ein Stift, sechs Farben, oh.
liegen. Hier war nichts. So. Wo sind wir? Ja. So, also es bestehen hier 7 Waben mit Königinmaterial, ganz gutes Königinmaterial. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, diesen 4-Zager in 7 Ableger aufzuteilen. Die Königin schlüpfen morgen, das sind alle schlupfreif oder so gut wie schlupfreif, einige vielleicht auch übermorgen. Man könnte, und die Bienenmasse reicht vor allen Dingen massig aus für 7 Ableger, hätte man die Möglichkeit. Aber ich habe genug Edelzellen, ich habe genug Königin im Werden und deswegen werde ich jetzt das Volk nochmal durchgehen und werde diese Königinzellen alle rausnehmen. Ich wollte es nur für euch gezeigt haben, was für Möglichkeiten das es gibt, wie viele Zellen das sie angebaut haben. Wenn mehr als 2 Zellen auf einer Wabe sind, macht man lieber die anderen weg, die schönsten lässt man stehen, aber 2 am besten, weil wenn man nur eine stehen lässt, kann es sein, dass es vielleicht die schlechte Wahl war, bei 2 ist die Chance größer und je mehr Zellen auf der Wabe sind, umso eher ist die Gefahr von einem unerbittlichen Kampf, der vielleicht nicht so gut ausgeht. Okay, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Bienenvideo auch wieder. Wäre eine schöne Sache und jetzt muss ich nur noch den Handschuh auskriegen, dass ich ausschalten kann und tschüss.